Entwicklung im Erzgebirge wurde vor allem durch den Bergbau beeinflusst und so haben wir uns den Regeln auch angepasst. Es erwartete uns eine angenehme 25 Kilometer lange Wanderung auf beiden Seiten der Grenze, welche im Erzgebirge zum Glück überall überschritten werden kann. Obwohl dieser Herbst kein schönes Wetter anzubieten hatte, war unser Wochenende zauberhaft. Es herrschten fast sommerliche Temperaturen und überall strahlten herbstliche Farben. Mit der gesamten Wanderung hat uns Andreas Scheunert aus Johanngeorgenstadt geholfen, welcher uns versorgte und die Akkus unserer Kameras auflud. Die gesamte Gruppe war super und es haben sich hier echte Erzgebirgshaber aus Deutschland und Tschechien getroffen. Hallo, ich heiße Peter und wir möchten jetzt euch vorstellen die interessante Geschichte und Gegenwart von Johanngeorgenstadt. Wir haben viele interessante Wanderer mit, also die Helena, Michelle, Marek und Peter. Und Peter ist unser Wandererführer, also ich übergebe dir das Wort. Ja, ich werde die Gruppe heute führen. Wir wollen ein bisschen von Johanngeorgenstadt sehen, was er im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr starke Veränderungen vorgenommen hat. Von der alten Stadt über die Wismut-Bergbauzeit bis hin in die neue Zeit nach der Wende. Und ich denke, es wird interessant werden. Gehen wir. Super. Johanngeorgenstadt, abgekürzt Johann, ist eine wunderschön gelegene Stadt. Die Häuser ziehen sich bis zum Gebirgskamm in die Höhe von 900 Meter. Die Gegend dominieren der Plattenberg, der Ramelsberg und Auersberg. Die drei Tausende und die höchsten Gipfel im Westerzgebirge. So, also, wir befinden uns auf einem Gebiet, was früher eine Halde der Wismut war. Und es ist geplant, dass wir die Halde nächstes Jahr durch die Bergsicherung hier abtragen lassen. Und dann wird hier ein Lehrpfad gemacht, wo die Auswanderung der Exulanten aus der Stadt Platten nach Johanngeorgenstadt dargestellt wird. Alles mit geschnitzten Figuren. Also es wird sich sehr viel verändern in nächster Zeit. Die Halde wird hier weggenommen werden und man hat einen herrlichen Blick von der Pyramide zum Pferdegöbel, der hinten sein wird. Also ein Pferdegöbel ersetzt praktisch diese 8 Bergleute, die vorher das Erz mit der Hand, mit einer Haspel rausgedreht haben. Ja. 1721 wurde dieser Pferd, also der erste hier, gebaut. Und der hat dann drei entscheidende Vorteile. Erstmal in diese Tonne, wie sie dann hier hängt, da passen 10 Kübel von denen vorher rein. Man hat dann praktisch das Zehnfache mit den Pferden dreimal so schnell vorholen können an Silber. Gut, ich mache mal die Bremse auf. Die Bremse sind diese beiden Balken da oben, rechts und links an der Trommel. Ne? Die gehen so auf und zu. Und die Bremse muss ich jetzt hier vorne aufmachen, dass er dann loslaufen kann. Und verständigt wird sich hier drin mit einer Glocke über Schläge. Also man schlägt auf die Glocke. Ein Schlag heißt Halt, zwei Schläge rückwärts, drei Schläge vorwärts. Ne? Ja, ist ziemlich schwer. Muss er erstmal rückwärts laufen. Drei Schläge für vorwärts.
von euch drüben. So, wir gehen jetzt hier vorne an und dann links rüber. Ja, wir befinden uns ja mitten im Wald. Eigentlich war hier früher mal ein ganzer Stadtteil, Mühlberg genannt. Und wir sehen hier noch zum Teil die Straßen, rechts, links und hier rauf. Und zwischendrin standen überall Baracken. Wie gesagt, da haben 2.500 Menschen gewohnt zu Wismutzeiten. Man sieht es an den Bäumen, sind im Schnitt alle 50 Jahre alt. Mittlerweile ist alles Wald geworden und ich denke, irgendwann wird keiner mehr wissen, weil keiner mehr da ist, der sich daran erinnern kann. Aber war halt eine Zeit der Geschichte. Ne? Früher war es 6.500 in Johanngurgenstadt und dann waren es 40.000, die hier gewohnt haben. Da musste man einen Wohnraum schaffen und da hat man hier halt einfach Bäume abgeschlagen, Baracken hingesetzt, ein Stück eine Straße dazu gebaut, da haben die gewohnt und wie die Wismut vorbei war, hat man es wieder abgerissen und wieder Wald gemacht. Und deswegen sieht man nur noch die Straßen. So einfach war das damals. Man hat auch schnell gebaut. Ne? Ja. Das schnellste Haus in, ich glaube, 2 Tagen oder 2,5 Tagen hat man für 28 Wohnungseinheiten ein Haus gebaut. Rekord. Ja, sehr kritisch. So war zum Teil, haben zweimal in ein Bett geschlafen. Mhm. Der eine war auf Schicht und der andere, der hat im Bett geschlafen. Und der andere kam von der Schicht, die Decke umgewechselt, der hat sich reingelegt ins warme Bett und der nächste ist auf Schicht gegangen. Mhm. So war das. Also wir befinden uns jetzt hier am Naturfreibad am Schwefelbach. Ich selber habe diesen Sommer hier als Rettungsschwimmer gearbeitet. Und ja, was soll ich sagen? An sich ist das Bad wirklich sehr schön gelegen. Der Vorteil ist, dass es in einer Art wie Kessel drin liegt und sich dadurch die Wärme staut, da die Sonne die ganze Zeit wirklich auf den Teich scheint. Und wir haben im Sommer circa Wassertemperatur von 19, wenn es mal nicht ganz so warm ist, bis circa 23 Grad Wassertemperatur. Das ist eigentlich ganz angenehm und bietet vor allen Dingen für Jung und Alt auch sehr viel Spaß. Neben dem reinen Teich haben wir auch noch eine Beachvolleyballanlage, einen kleinen Kinderspielplatz. Es sieht zwar sehr natürlich aus, das Bad, ne? Aber eigentlich ist es künstlich angelegt. Ne? Ein ehemaliger Bürgermeister von Johanngurgenstadt hat mal den Auftrag gegeben, diese haltenden Reste, die hier waren, so aufzuschütten, dass man einen Damm hat. Und dann hat man sie angestaut, ist praktisch künstlich angelegt, aber ich denke, als Wasserreservoir und hier in dem Fall auch als Bad ideal. Ne? Ja, auf jeden schon. Fall. Du warst auch schon hier, ne? Ja, wir waren mit Kindern, wenn es gerade nicht regnet, dann... Wohlsein. Wir sind am höchsten Punkt unserer Strecke angekommen, auf der Eisenstraße hier in Johanngurgenstadt, und zwar an der Dreckpfütze. Wenn wir nach rechts schauen, sehen wir das. Die Dreckpfütze ist ein Relikt aus der Altbergbauzeit, ein altes Schürfloch zum Zinnschürfen. Und wenn wir dann nach links laufen, kommen wir dann in Richtung Hochmoor und Henneberg, und nach rechts runter kommen wir weiter dann in Richtung Steinbachtal. Němci si myslí, že tohle je mok na vypírání stropů od pavouků. A nechápu, proč se utaháš mop, jo? Nechápu to. Jak jsme se bavili?
o té saské stravě, tak tady máme zrovna možnost vidět něco specifického. Tohle je knedlík kloze, je tak jako vlhký, mokrý, klepající se knedlík. Každopádně v Čechách bychom spíš tohle vzali, takhle bychom to rozmačkali, udělali bychom z toho placičku. A tu bychom osmahli, ale ne, tady se takhle vezme, dá se to polívky a je to taky jakoby zhutnění. So, wir biegen jetzt hier links ab ins Hochmoor. Ja, also ihr seht ja auch links und rechts jeweils die abgestorbenen Bäume. Das ist ganz einfach die Sache, als man das wieder angefangen hat, das Moor zum so. Und das ist praktisch ein Teil des großen Kranichsees, der sich ja von Karlsfeld drüben rüberzieht bis Sauersack rüber zu. Geht das ja das ganze Gebiet. Und das ist praktisch hier so ein bisschen wie ja, hier eine kleine Ecke davon. Aber zwischendurch ist normaler Wald. Ja. Und wie gesagt, vor etwa 10.000 Jahren entstanden nach der großen Eiszeit, nach der letzten. Weil ganz einfach hier unten drunter der Untergrund so ist, dass das Wasser nicht ablaufen kann. Und die hohen Niederschläge, die wir hier oben haben im Gebirge, ist ja im Gebirgsstau praktisch. Und alles, was von Nordwesten bei uns hauptsächlich kommt, das Wetter, das stößt sich am Berg, steigt auf und regnet sich hier oben ab. Ne? Wir haben ja die letzten Wochen gemerkt, wie das ist, wenn es laufend regnet. Und dann haben sich halt hier mit des Mooses diese Moore gebildet. Es ist nicht weiter im Prinzip, dass das Moos wächst, unten drunter praktisch verfault und wieder wächst und wieder verfault. Und so baut sich sukzessive, wie gesagt, in 10.000 Jahren etwa 9 Meter hat sich aufgebaut. Ja. Früher wurde es abgebaut im vorderen Bereich als Brennstoff. Ja, wurde getrocknet, wurden so auch ziegelförmig ausgestochen, wurden aufgeschlichtet, von der Sonne getrocknet und im Winter als billiger Brennstoff genommen. Eigentlich auch der alten tschechische Namen ist Erzgebirge überliefert. Mit dem Kruschne ist das eigentlich hat auch mit Bergbau viel zu tun. Also das ist abbauen, abbauen, also Kruschne, also Abbaugebirge. Aber weil das derselbe Begriff auch für ein schlechtes Wetter ist. Wir sind jetzt hier in Oberjubel. Oberjubel ist eigentlich der Ortsteil von Johann Georgenstadt, der älteste ist, gleich nach Steinbach. Und hier haben sich sozusagen die Exulanten 1654 sozusagen über die Grenze rüber gerettet aus dem katholischen böhmischen Bereich in den protestantischen sächsischen Bereich. Und hier oben war halt diese Glashütte, in der sie sich sozusagen dann Unterschlupf erbeten haben und auch bekommen haben. Und von hier aus haben sie dann den Kurfürsten gebeten, die Stadt gründen zu dürfen. Also ein geschichtlich beachtlicher Ort eigentlich, ne, der mit der Gründerstadt zu tun hat. Ja, wir sind hier zwischen Pechöfen und der sächsischen Seite Oberjubel, mitten im Wald. Hier ein Relikt der alten Wismut. Das war der ehemalige Schacht Frieden. Hier wurden also nach Uranerz gesucht. Man hat die auch abgebaut, aber halt mehr so als Versuchsprojekt. Und ist dann später eigentlich, weil es einfacher war, als man festgestellt hat, dass unter Budutschki eigentlich gutes Uranerz liegt, aber sehr tief, hat man sich entschlossen, von der sächsischen Seite waagerecht unter Tage rüber abzubauen in die tschechische Seite und das Erz dann auf der deutschen Seite sozusagen abzulagern, beziehungsweise auch die Massen abzulagern auf der deutschen Seite.
Takže přímo na místě, kde se nacházíme, stála ta veliká těžní věž, 30 metrů vysoká. Tady byla podepřená těma dvouma nohama, které zajišťovaly stabilitu. Vlevo se nachází fundament, na kterém stál těžní stroj. A tady vpravo od nás je dvoumetrová betonová plomba, kterým byla po skončení pokusné těžby ta jáma, ta hluboká svislá díra do země, zajištěna proti pádu neopatrných osob dvoumetrovou betonovou uzávěrou, která tady zůstala do dneška, tak jak ji vidíme. Bei schönem Abend oder eher Nachmittagslicht, da die Sonne schon kurz nach 5 untergegangen ist, sind wir an unserem Zeltplatz angekommen, der sich in der ehemaligen Gemeinde Pechofen befindet und zum Übernachten einlädt. Wir haben unsere Zelte für die Nächte vorbereitet, Würstchen über einem Lagerfeuer gebraten und Krautlikör getrunken, um warm zu werden. Die Sterne leuchteten wunderschön und wir genossen dieses angenehme Beisammensein und die Schönheit der Natur bis Mitternacht. Říkám zrovna slunečno, tohle to. Je slunečno. Akorát jsme za kopcem, no. Co pak k němu dáš po ránu? Ne k němu rám, jenom mám promučený tkaničky. A to není zase taková tragédie. Jaká byla noc? Studená. Studená, ku podivu. Jo. A spala jsi vůbec? Jo, spala. Neslyšel jsem tě. No ta mlha hrozně ochlazuje, no. To je tak. A na mě furt kapaly kapičky z té střechy. Na mě ne. No, ty jsi tam měla ten... Postavit kouji. Jo, no. Jsem byl jiný. Morgen hat uns Andreas Kaffee gebracht, welcher uns zusammen mit den ersten Sonnenstrahlen für den kommenden Tag aufwärmte. Dieser Herbstmorgen war einfach wunderbar. Wir wollten den Ort gar nicht verlassen.
viel Wärme, oder? So, und hinter uns sehen wir die alte Stadt, was nur übrig geblieben ist davon. Wir müssen sagen, mehr ist nicht. So, jetzt sind wir auf dem Marktplatz von Johann Georgenstadt. Hier war praktisch das Zentrum der Stadt gewesen früher. Der Brunnen, der Schillerbrunnen heißt er, und links neben uns der Befürworter der Stadtgründung Johann Georg I. Deswegen auch der Name Johann Georgenstadt. Und er hat seinen Namen als Namensgeber dazu hergegeben. Hinter uns ist praktisch das Rathaus gewesen. Nochmals zur Stadt Johann Georgenstadt. Sie hat in ihren Jahren sehr viele leidvolle Etappen hinter sich gehabt. Erst gegründet 1654, danach gab es im Jahre 1772 eine ganz schwere Hungerskatastrophe im Erzgebirge. Und allein in Johann Georgenstadt sind fast 700 Menschen verhungert. Das muss man sich vorstellen, war sehr viel. Dann kam das Jahr 1813. Ihr wisst ja, die Schlacht bei Leipzig. Johann Georgenstadt hat einen Truppendurchmarsch gehabt, der sächsischen Truppen. Und die Stadt musste damals fast 13.000 Menschen, also Soldaten, hier beherbergen. Die musste sie verköstigen. Und die Mädchen waren sicherlich auch nicht gerade gut dran damals. Und extra noch über 8.000 Pferde. Die Stadt hat 10 Jahre gebraucht, um sich von diesem, sagen wir mal, schweren finanziellen Schock zu erholen. Dann kam das Jahr 1867. Damals gab es hier einen Stadtbrand. Der Stadtbrand hat 3/4 der Stadt zerstört. Ihr müsst euch vorstellen, früher hat jeder ein bisschen eine kleine Ziege gehabt oder ein bisschen Tierzeug im Haus. Und auf dem Dachboden wurde Heu und Stroh gelagert, damit die was zu futtern hatten für die Tiere. So. Und dort hat es auf der Körnerstraße angefangen zu brennen. Es gab noch keine Feuerwehr und im Nu war die ganze Stadt weggebrannt. Und im August 46 begann hier in der Stadt der Bergbau der Wismut. Ne? Die Wismut hat die alten Bergwerke wieder mitgenutzt, hat das Uran abgebaut und damit eigentlich der Stadt den Todesstoß versetzt. Es wurde so rapid abgebaut, ich zeige euch nachher mal ein paar Fotos an der Stelle weiter vorne, da seht ihr das richtig, dass man die Stadt regelrecht unterhöhlt hat, wie ein riesengroßer Schweizer Käse. Alle Gänge, Strecken, Schächte. Es gab damals 12 Schächte in der Stadt hier und hinter uns, diese Berg, den wir da hinten sehen, das ist eigentlich eine Riesenhalde gewesen, die Halde vom Zentralschacht. Mittlerweile ist es bewaldet, denn normalerweise ging das Gelände hier am Fastenberg etwas flacher hin. Aber im Jahre, 53 Jahre etwa, hatte die Stadt damals von anfänglich 6.500 fast 40.000 Einwohner gehabt. Und es haben hier viele, viele, viele tausend Menschen über Tage und unter Tage gearbeitet. Die haben Brot und Lohn gehabt, aber auf der anderen Seite wurde auch die Stadt durch die ganzen Bergwerke und die Halden, die in der Stadt waren, völlig verschandelt, sage ich mal so. Im Jahre 52 hat man dann angefangen, oben auf dem Berg die Neustadt zu errichten. Die Neustadt als Ersatz für die Altstadt, weil es gab einen Befehl, große Teile der Altstadt, nämlich ab der Kirche nordwärts, das wäre hier rauf, abzureißen, weil man Angst hatte, dass das Gebirge nicht mehr trägt und die Stadt einbrechen könnte. Und wir sehen ja heute, was übrig geblieben ist. Hinterzu, der Rest der Altstadt ist noch da und alles nördlich ist weg. Es stehen nur noch Bäume da. Geplant war eigentlich etwa 50 Jahre der Uranabbau hier in der Stadt. Es hat natürlich dann nach rund 10, 12 Jahren war eigentlich Schluss. Ne? So, es war ja auch geplant, die Neustadt größer zu bauen. Die Eisenbahn sollte hinten rum bis in die Neustadt rauffahren. Da soll ein Bahnhof entstehen oben an der Grundschule. Also es ist viel, viel vorher geredet worden, aber die Realität hat uns einen eingeholt. Und heutzutage ist halt Uranbergbau hier bei uns spielt keine Rolle mehr. 1991 hat man dann in Hartenstein aufgehört damit. Und ein Epoche in der Geschichte der Stadt ist wieder abgeschlossen. Und wir haben eigentlich nur noch die Überreste, die Wismut übrig gelassen hat. Halden
und eine so glückliche Stadt. Das erklärt eigentlich, warum wir im Stadtzentrum sind, aber eigentlich keine Stadt hier mehr da ist. Und die Stadt völlig zergliedert ist. Für die Kommune sehr aufwendig finanziell, weil wir etwa 40, 45 Kilometer Straßen haben, die wir bewirtschaften müssen. Für momentan haben wir etwa noch 4000 dort zerquetschte Einwohner. Also ist sehr, sehr kostenaufwendig. Also wir sind gekommen, die Karlsbader Straße von hier unten hoch, sind hier abgebogen, sind hier hochgelaufen und sind hier auf der Straße. Wir sind hier vorgelaufen und sind jetzt hier vor dem Rathaus, an diesem Punkt stehen wir. Wir gehen jetzt weiter dann die Eibenstöcker Straße hoch und gehen rauf Richtung Neustadt, hier in Mittelstadt. Ich muss sagen, dass mich die Geschichte von Johann sehr berührt hat. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um der Stadt zu helfen, ihren Stolz und ihre Pracht zurückzugewinnen. Aber da wir heute noch nicht genug Kilometer hinter uns gebracht haben, starteten wir die Motoren und machten uns auf den Weg entlang der Antenne in Richtung des Steinbachstal, wo sich berühmte Felsen befinden, die angeblich im Erzgebirge keine vergleichbare Konkurrenz haben. Na, mal sehen, ob sie diesem Titel gerecht werden. Nachdem ich die Drohnenaufnahmen sah, erstaunte ich und musste zustimmen. Die Teufelsteine sind wahrscheinlich die imposantesten Felsen im Erzgebirge. So, jetzt sind wir an den Teufelsteinen. Ergibt sich die Frage, warum heißt das Teufelsteine? Ganz einfach. Weil die Sage behauptet, hier war früher eine Burg für den Teufel. Der Teufel ist mit seinem Rappen und seinem Pferd praktisch hier drüber geflogen. Die haben auf der Burg hier Feste gefeiert und haben dann im Prinzip hier gesündigt. Da kam ein Priester des Weges und der hat gesagt, ich werde dem Spuk ein Ende treiben. Hat ein Gebet zum Himmel gesprochen und der liebe Herrgott hat dafür gesorgt, dass die Burg zu einem Felsen umgewandelt wurde und der Teufel nicht mehr da war. So ist die Geschichte. Es ist ein Kletterfelsen heutzutage, sehr beliebtes Gebiet, schon seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts wird hier geklettert. Helena, guck mal, da klettern auch welche. Okay. Mach's gut! Ja. Ciao! So, wir machen hier. Ruhige Fall.
Elektrokolo. Und warum sind hier im Gebirge so viele Schwibbogens? Das ist ein originales, echtes Erzeugnis von Erzgebirge? Warum? Ja, pass auf, es war so, die Bergleute haben früher die letzte Schicht vor Weihnachten, war die Mettenschicht. So, und da hat man im Prinzip früher das Geleucht, also die Lampen der Bergleute hat man an dem Mundloch des Schachtes angehängt und da sah das wie so ein Bogen aus. So, und der Bergschmied Töller hat gesagt, okay, zur Mettenschicht baue ich einen Bogen, in diesen Lichterbogen. Tak máme za sebou výlet kolem Johanngeorgenstadtu s drobným nahlédnutím do Potůčků. Fast 20 km in den Beinen, hervorragendes Wetter gehabt, der Wettergott als Gutmünz gemeint. Und ich denke, jeder, der nach Johanngeorgenstadt kommt, wird es nicht bereuen. Die Natur war zu diesem Zeitpunkt sehr schön und bunt. Já bych vyzvihl tu hornickou stránku celé historie, ty 50. léta 20. století, bláznivý poválečný, střemhlavý vývoj Johanngeorgenstadtu a jeho postupný pád až na dno, ze kterého se zase zvedl jako Fénix popela. Sehr sehenswert. Ich werde das auch weiterempfehlen. Und als Abschluss zeige ich euch noch was ganz Feines. Hinter uns die größte Pyramide der Welt. Tak, tschüss. Vergessen Sie Folgendes nicht. Pyramiden, Schwibbögen, Halden, die Teufelsteine, welche übrigens als Kletterfelsen genutzt werden, das alles sind die größten Sehenswürdigkeiten ihrer Art im Erzgebirge und sind in der Umgebung von Johanngeorgenstadt zu finden.